Mach dich schön für mich. Cleo! Ich! Bist du da? Cleo! Hallo! Cleo? Ja! Hallo? Hallo, hallo! Hallo, Bienchen. Na, alles klar? Ja. Ach, Cleo, ich bin ganz hin. Weswegen? Ich habe heute den Typen der Typen getroffen. Nein, ist nicht das wahr. Das ist im Kopf. Ja, wo denn bloß, um Gottes Willen, erzählen? Der sieht aus, sag ich dir, er sieht aus. So süß. Ein Arsch wie Rod Stewart. Ich sage, so richtig tollen Knackarsch. Und dann, was hat er denn für Augen? Hast du geschaut, ob er einen Ring dran hat? Nee, da habe ich dich in die Augen geguckt. Ich hab nur die Augen gesehen. Also ich schaue sowas immer als allererstes. Kennst du das Gefühl, weißt du? Kennst du das? Wenn du so hinkommst und triffst jemanden und der guckt dich an und du bist total weg. Wenn wir heute tanzen gehen oder irgendwie so. Und sie, also total, völlig abgefahren, habe ich überhaupt nicht gesehen, nichts, gar nichts gemerkt. Ich stehe da, ich stand in der Tür, kicher und so, und sie hat überhaupt nichts gemerkt. Und sie schwibbel und wabbel, weil sie kennt sie, und Tidel und Wudel, also Cleo. Ja, total. Die steht vor dem Spiegel und singt ein Lied. Ja. So richtig Thriller und so. Naja, die hat sowieso einen Knall. Ich meine, irgendwann mal dreht sie schon durch, oder? Ja, Herr Schachtel, was ist denn da los? Wie geht's denn den Jeans? Noch ein Bein. Biene, die müssen unbedingt wegkommen jetzt, aber dringend. Chefin, kann ich die nicht in den Laden fahren? Ja, Mensch, Scheiß, schau mir die Hosen an, die sind ja ganz nass. Was machst du denn da? Die kannst du nicht verkaufen, das ist doch scheiße. Ist doch das. Ja, mei. Müssen sie halt trocknen lassen. Ah. Hallo? Hallo. Na, bist auch wieder mit da. Hm? Aha. Wie geht's? Gut. Ja? Und dir? Gut. Was machst du denn immer so? Ach, mei. Arbeiten, nähen. Und so halt. Und du? Säufst noch immer so? Nein, nimmer. Und du? Na, ist schon längst nimmer. Das ist ja so ruinös für den Teint, weißt du? Okay, bei deinem Teint? Ja, für meinen Teint ist das überhaupt nichts.
Aber rauchen das schon noch, oder? Ach ja, das habe ich auch eingeschränkt, weißt. Macht Falten. Macht Falten, ja. Gehst du eigentlich auch zu dem Wassili auf die Party? Ja, wahrscheinlich schon. Und du? Ja klar, geh. Ich bin doch schon seit 2 Wochen eingeladen. Mich hat er als Erste angerufen, ist ja ganz klar. Meinst du? Ja. Ist aber nett von ihm. Süß, gell? Ja, der Wassili. Was schenkst du ihm denn? Ach du, ich weiß noch nicht so genau, was ich ihm schenken soll, weil ich habe auch gar kein Geld im Moment. Aber ich habe mir gedacht, wahrscheinlich male ich ihm ein Bildchen oder ein Bildchen. Irgend sowas. Ja, der Wassili ist ja so süß, der versteht, der freut sich ja über sowas Persönliches am meisten. Und du malst ihm was? Ich male ihm was. Schreiben tust nichts oder so? Nee. Bildchen. Ja, vielleicht, mal sehen, vielleicht schreibe ich ihm noch ein kleines Gedicht dazu. Und du? Ach, ich weiß noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Fällt dir nichts ein, irgendwie? Was Nettes? Du kannst das so gut nähen. Nehm doch was Nettes. Vielleicht ein seidenes Höschen mit Monogramm? Das ist mir zu billig. Dann kauf ihm doch eine Flasche Massageöl mit einem Gutschein für 10 Massagen. Okay, das ist alles. Das ist nicht mein Stil. Ich muss mir was anderes ausdenken. 70 Mal. Aber Bild finde ich nett. Das Bild ist nett, gell? Ja, finde ich auch ganz süß. Was malst du da drauf? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich noch nicht genau. Das muss ich mir nur überlegen. Vielleicht eine Katze oder ein schönes Herz in Pink oder so. Mit Widmung. Muss mal sehen. Naja. Naja, dann sehen wir uns vielleicht irgendwie wieder. Ja, wenn du kommst, werden wir uns schon sehen. Werden wir uns schon sehen, ja. Ja, okay, Kiona. Ja, gell. Tschüss, Mäuschen. Tschüss, Herr Wandel. Du, das nächste Mal bringst trockene Hosen, gell? Ja, okay. Aber Fatima, Renate, pass auf. Was ganz wichtig ist, heute Abend kommt die Christi, Sabine und ich zu dir um 8 Uhr. Wir müssen was ganz Wichtiges besprechen, wegen Wassilis Geburtstagsparty. Ich habe eine ganz tolle Idee. Das ist mir wurscht, wir können endlich der Cleo mal eins auswischen, verstehst du, die dämliche Nuss? Was? Ich habe überhaupt keine Zeit. Es geht unmöglich, Mensch, kapierst du nicht? Ich muss wirklich arbeiten. Ach, was Wichtiges. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun als eure Ratschkatteleien da immer. Na, Sabine, jetzt hast du was verpasst. Die Cleo. Der Wassili hat übermorgen Geburtstag, der macht eine Party und ich weiß, was sie ihm schenkt. Ich stehe doch auf ihn. Weißt du, was sie ihm schenkt? Singt ihm ein Lied vor. Im Ernst? Klar. Die stellt sich halbnackert hin, verstehst du? Die Sau. Und singt ein Lied. Und will uns austricksen. Wie kommst du drauf? Jetzt weiß ich halt, das denke ich mir. Ich war gerade bei ihr im Laden und sie falsch. Du und dem und und grins und so. Und dann habe ich sie halt gefragt, was sie ihm schenkt. Und sie ein Beutel schenkt's ihm und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich soll ihm eine Unterhose schenken. Ich habe auch die Maße. Dieses, also die ist doch, die, naja. Aber das versalz mir. Ich habe hinterher die Fatima angerufen und wir treffen uns heute Abend bei der Fatima. Du, die Chris und ich. Ja, ich? Nee, ich nicht. Was? Nee, spinnst du? Sabine, du regst mich so auf. Du immer, nee und Tran und Schleich und echt. Kraft, verstehst du? Cleo, Wassili, das ist es im Moment. Dein Interesse. Das finde ich auch link, die Cleo irgendwie mal so ausschaut. Ach, geh doch auf. Das hat doch keine moralischen Geschichten da womöglich. Was meinst du, was die macht? Die will uns austricksen. Sabine, pass auf. Nix. Heute Abend treffen wir uns bei der Fatima. Du wirst sehen. Es wird unheimlich toll. Wirst Wann du sehen? Heute Abend? Um 8 Uhr. Die ist nicht da. Die ist da. Fatima! Ich hab keine Lust. Das ist mir wurscht, die ist da. Nee, die ist nicht da. Du, nee, Renate, du, ich geh jetzt. Ich hab keinen Bock. Bist du verrückt? Du bleibst da? Also, Sabine. Ich weiß mich noch nicht so. Wirklich. Die ist da, ich schwör's dir, die will nur nicht aufmachen. Nee, das macht die immer. Ah, klar. Also, Mädels, wirklich, jetzt sind wir da, jetzt wird reingegangen. Oh, Mensch, ich hab eine Verabredung. Nix da. Siehst du's? Also, hallo. Das ist doch wirklich unglaublich. Wieso? Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt nicht kommen. Na, hör mal, Fatima, es geht um was ganz Wichtiges. Stell dich nicht so an. Was heißt das? Ich stell mich an. Du stellst dich an. Also, das ist doch wirklich die größte Unverschämtheit, die mir je passiert ist. Ich habe euch gesagt, ich muss arbeiten. Das kapierst du wohl nicht. Es dauert 2 Stunden, länger nicht. Dann kannst du ja weiterarbeiten. 2 Stunden? Das ist einfach unmöglich, Renate. 5 Minuten ist das höchste der Gefühle. Fatima, aber steh doch, Mensch. Also, Mädels, ihr bleibt jetzt da. Also, wirklich. Renate, das interessiert mich nämlich wirklich nicht. Fatima, kapier es doch. Es geht um die Party, verdammt nochmal, übermorgen. La 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 la. Du, Cleo? Ja?
Du brauchst doch sicher noch eine Weile, oder? Ja. Weil ich wollte nämlich noch zu Renate mir ein Kleid leihen, ganz schnell. Und ich bin schon fertig. Okay. Ja, okay. Tschüss. Wir sehen uns dann später. Okay, also tschüss. Dann tschüss. Ich wünsche dir alles, alles Tolle zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn das, verdammt nochmal? Oh Baby, mach dich schön, oh Baby, mach dich. Die Teile aus wie du. Halt, 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 halt. Stadt sieht keine aus. Nein, in unserer Stadt sieht keine aus wie du. So denn wie du. Unsere. Nimm das blaue Glas, denn da steht die so gut. Und dazu den süßen, kleinen, frechen, gelben Dazu den schicken, kleinen, gelben, frechen Huten. A Baby, mach dich schön für mich. Ach, Grutze, fix schon wieder. Wenn dich die anderen sehen, bin ich stolz auf dich. Denn in unserer Stadt sieht keine aus wie du. So wie du. Und 2x20. Wie viel? 5x50 und 2x20.
Wasser machen! Na, ist das hier echt oder was? Ha? Moment. Bist du vom Land? Ach Mensch, die Cleo, du. Cleo tat mir echt leid. Heute Morgen total am Ende, die lag im Bett, die muss gesoffen haben gestern. Wahnsinnig. X Flaschen in ihr Bett rum und ich hab sie, ich wollte sie wecken, die war überhaupt nicht gemacht, so krank. Ja. Cleolein, es war ja gestern auch ganz schön too much, glaube ich, für sie. Ja, aber so schlecht war es nicht, dass mir jetzt ausgewischt hat, trotzdem. Na, es war schon ein bisschen too much gestern. Sag mal, bist du wahnsinnig? Du wirfst die Hosen da auf die Straße, die Kundschaft warte. Du bist jeden Tag besoffen, bist du, glaube ich. Schau dich einmal an, hey. Bist du wahnsinnig? Sie trampelt, sie verdammt. Was willst denn du, du Dreck, so, du Kleiner? Du spinnst wohl ein bisschen. Red mich nicht so an, wer bist denn du? Jetzt kommt sie auch. Ja, spinnst denn du? Gedacht, du bist krank? Bist du auch besoffen, oder was? Schau dich einmal an, wie du ausschaust, du, deine Augen, hey, du. Ihr meint, ihr geht die alle auf den Strich, oder wie? Jetzt langs. Du spinnst wohl. Wirklich. Du schau dir mal an, die muss verkaufen hier, spinnst du? Die Cleo, geh weg. Die Cleo, so, die war so oft am Abend, du nach der Arbeit, hier, da haben sie mir nichts hier bezahlt. Schau mir, wie die ausschaut, die kann doch nicht verdienen. Fertig zu machen. Das halt ist du krank, dich da raus, oder? Halt den Mal, lassen Sie mich in Ruhe! Also, sowas. Sag mir, Renate, wie war's denn eigentlich auf dem Fest? Ach du, ganz nett, aber wer weiß, die x Weiber rum und dann so eine Blondine, verstehst? Sag mal, war das so eine lange, circa 1,90, lange blonde Haare? Ja, so? Genau, oh. Genau. Oh. Kennst du die? Oh. Die Frau ist so strohdumm, sag ich dir, das hältst du nicht aus. Die ist furchtbar, die ist eine Geisel Gottes, diese Frau. Ist das? Die ist wie eine Zecke. Das ist eine Frau, die hat nur ein Bankkonto im Gehirn. Mir wird's schlecht, wenn die mich nur anguckt. Aber die hat's auf den Wasili abgesehen. Und ich sagte, der Wasili ist wirklich eine arme Sau. Weil du weißt, wie er ist, so weich und so, der kann sich gegen Weiber einfach nicht wehren. Und die rollt den auf. Die rollt den original auf. So, die bringt den noch bis vors Standesamt. Das schafft die. Sag mir, Cleo. Was war denn das für ein Lied, das du singen wolltest an seinem Geburtstag? Ich weiß nicht genau, ob du das kennst. Es geht so: A Baby, mach dich schön für mich. Das kenn ich! Ist nicht wahr. Von Peter Kraus. Genau. Oh, wahnsinnig! Stehst du da drauf? Du, ich stand da drauf. Früher, als ich klein war, so ein richtiger Stöpsel. Ja. Ich habe mir jedes Mal, wenn ich Geburtstag hatte, habe ich mir eine Platte von dem gewünscht. Ich habe alle Platten von dem, die es überhaupt nur gibt. Ich war ein Bier trinken vorhin. Zwei war ich trinken. Das erste allein, das zweite mit der Cleo. Und dann habe ich mich wieder verabredet. Heute Abend bei mir Platten hören, Alte. Irgendwie eigentlich schon blöd. Jetzt kann man nichts mehr machen. Ach, Sabine, jetzt, wenn du so schaust. Komm halt auch heute Abend. Du, die Fatima und die Chris, oder? Weil so allein mit der Cleo ist doch nicht so das Wahre. Hallo. Hallo. Hallo, da bin ich. Na, dich habe ich ja total vergessen. Du bist ja jetzt doch da.
Ja, das war doch ausgemacht. Und außerdem zu früh, es ist noch nicht mal 8. Okay, das macht doch nichts. Schau, ich habe einen Wein mitgebracht. Na ja, dann komm halt rein. Ach, Renate, ich finde es so toll, dass du mich heute eingeladen hast. Ehrlich wahr. Schau mal, die ganzen tollen Platten, die ich mitgebracht habe, kennst du auch. Bibi mag die schön. Und ein Land voll Sonnenschein, Hula Baby, Babene, kennst du die alle? Ja, ich glaube schon. Sag mal, magst du einen Schluck Wein? Ja. Ach du, ich sag's dir, mir geht's heute wirklich schlecht. Ich glaube, ich muss mich erkältet haben. Ich hab den ganzen Tag lauter so Rinopront und Disopront und Tiririn und Aspirin und so. Mir ist ganz schlecht, ich sag's dir. Ja, ist nicht gut mit Rotwein. Prost. Prost. Ja. Was hast du? Na, mich juckt da was. Hast du vielleicht Krätze oder sowas? Was? Du, das geht meistens so an, du, da kratzt es einen erst immer so und so und das geht dann immer weiter. Ah ja, entzückend. Du hast auch schon lauter rote Streifen, du, ich würde ehrlich mal zum Arzt gehen. Verstehst? Was hast du denn, sag? Nix. Der Rotwein ist nicht so gut. Könnte ein bisschen besser sein. Ach, du weißt schon, ich bin gerade noch so in den letzten 5 Minuten in den Supermarkt reingekracht und die hat gesagt, das wäre der Beste. Oh, gut, dass ihr da seid. Die Cleo ist schon die ganze Zeit da und nervt mich, sag ich euch. Aha. Kommt rein. Hallo. 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 Ah, hallo, Bienchen. Bienchen, zeig mal, du hast ja einen neuen Gürtel, wo hast du Flohmarkt. Lass uns mal einen Moment. Flohmarkt. Mei, ist der toll. Was hat der gekocht? Jetzt geh er mal weg. Ja, heute. Sabine. Moment, Cleolein, Moment. Sabine? Bist du wirklich unmöglich? Sabine! Und die bringt auch die Zimt. Du kennst doch die Alte, ist immer die gleiche. Ja, furchtbar. Also, es ist nur keine Problemsmädchen. Sag mal, was denn tun im Gürtel hier? Flohmarkt. Eine Mar. Eine Mar. Wahr und witzig. Gemeingut, gell? Ja, aber trotzdem, ich meine, ich bin nicht so arm. Jetzt lasse ich die Chefin nerven. Ja, ich muss mal wieder hin, verstehst du? Was wird das denn? Sowieso, aber jetzt müssen wir reden. Hallo, Chris. Ich hab dir schon was gehört, wie geht's dir? Wirklich, ich hab's gar nicht gehört. Also, warst du nicht auf dem Fest? Also Mädels, ich finde es interessant, sie anfangen. Ja, finde ich auch. Gute Idee. Trinken wir doch erstmal was. Cleo hat einen Rotwein mitgebracht. Genau, ich habe einen Rotwein mitgemacht. Bring doch mal ein paar Gläser. Ja, komm. Also, hoffentlich wird es nicht schlecht davon. Hallo Fatima!
Warte mal, komm, wir singen gerade. Ja, singen mit? Was mit euch los hier? Jetzt ist alles schon besorgt. Ja, cool, Ben. Ach, Luk. Das ist eine reine Fehlmeinung, was du da wieder verbreitest. Warte mal, schau nicht so dumm. Sei doch mal ruhig. Indiana. Sei mal ruhig. Was ist denn hier, Indiana? Halt mal eine dumme Klappe, ihr besoffenen Weiber hier. Wir sind doch nicht wie beim Männergesangsverein. Indiana. Indiana. Lass mich bitte erzählen. Erzähl mal jetzt. Ich hätte nämlich was Interessanteres zu erzählen als eure komischen Witze. Uns auch, Baby. Und zwar, meine Lieben, morgen läuft das tolle große Interview. Mit einem tollen Maler. Ja. Was? Was ja. macht der? Ja, und erzähl. Wunderschöne Ölbilder. In was? Morgen kriege ich das Interview und es kommt ganz groß in die Zeitung. Öl in Öl. Fatima! Was haben wir werden davon? Cleo, halt die Klappe. Also, was haben wir davon? Wir werden so berühmt wie die Beatles. Da kannst du uns auch interviewen. Du kannst aber Gift draufnehmen, das sagen hier, da kannst du wirklich Gift draufnehmen, wir werden sogar noch besser. Wie heißt denn die Band? Wisst ihr das wenigstens schon? Die Sweethearts. Die Sweethearts! Prost auf die Sweethearts! Die Sweethearts sind geboren! Ich bin unverheiratet und treibe mich rum. So. Und wo denn bitte? Nicht nur in Galerien. Ist das so eine direkte Frage? Ja, natürlich. Ja, darf ich Ihnen vielleicht eines mal dazu sagen? Nicht ein Künstler kann sich natürlich sehr wenig artikulieren. Und ich glaube, die meisten Künstler wissen eigentlich gar nicht so sehr, wenn sie etwas schaffen, was sie bewusst schaffen wollen. Das kommt von ihm ein bisschen so von der Mentalität her. Und wir wollen in unserer Vernissage, die wir machen, vielleicht auch irgendetwas ganz Neues bringen, nicht? Ich meine, Sie kennen ja diesen kalten Kaffee mit Sandwich und Brötchen und all diesem Zeugs da. Ja, das ist so langweilig. Und uns fällt einfach keine Idee ein, nicht mal Ihnen, nicht? Wie man eigentlich das Ganze aufziehen könnte, dass ein bisschen mehr da ist. Man könnte also über so einen Herzenregen über die Leute ausbreiten oder irgendwie so etwas. Oder man könnte zum Beispiel auch kleine Kuchen backen, Erdbeerkuchen in Form von Herzen und die dann verteilen. Würden Sie sich zur Verfügung stellen? Das ist nicht ganz so einfach, nicht? Ach, da gibt es so Bäckereien, doch, die machen das. Helfen Sie mich. Und dann fällt mir noch was Tolles ein. Und zwar, ich habe vier Freundinnen und wir haben eine sehr lustige Idee jetzt kürzlich gehabt, dass wir uns zusammentun und singen. Ja, haben Sie schon mal gesungen? Ja, wir haben schon öfters gesungen. Sind Sie schon mal aufgetreten? Aufgetreten sind wir allerdings noch nicht. Aber wir sind so gut, dass wir also sehr bald auftreten werden. Also alle Leute, die uns bis jetzt gehört haben, sind total begeistert. Und zwar sind es also wirklich hübsche Mädchen. Die eine hat also einen riesigen Busen, sieht also ganz sexy aus, rothaarig. Ja, und die andere blond. Ja, aber eines muss ich natürlich sagen, nicht? Ich meine, ich gehe gerne Risiken ein. Sie sehen es ja bei diesem Künstler, nicht? Da muss ich auch. Das ist doch kein Risiko, die Bilder sind doch so entzückend. Aber ein Band möchte ich doch jeden Fall hören. Ein Band natürlich, das können wir auf jeden Fall machen. So, was ist denn los? Du bist ja ganz bleib. Die Fatima. Ich weiß, die für Sachen macht. Wieso? Na, wir müssen da singen bei den Galeristen. Was? Todernst alles. Ist wurscht, Sabine, heute Abend um 8 Uhr wieder bei mir. Am besten Chris, die alte Befestigung halt. Chris, Cleo, Fatima. Du sag mal, also Renate, langsam stinkt's mir, dass du immer über meine Abende bestimmst. Ich bestimm doch gar nicht. Du planst sie die letzten Tage immer meine Abende vor. Ach Schmarrn. Du, also wirklich, da habe ich echt keinen Bock drauf. Immer so über meinen, immer über meinem Kopf weg. Ja, ich sag dir's doch ins Gesicht. Ich mach doch nichts hinten. Sabine, stell dich nicht an. Aber weißt du was? Ich wollte ja heute in den Kaffee gehen. Dann können wir uns doch, wenn wir uns schon treffen müssen, ich meine, sehe ich ein, weil das müssen wir ja besprechen, aber wenn wir uns schon treffen müssen, dann können wir uns doch in dem Kaffee treffen. In welchem Kaffee? Kaffee Flori. Heute muss Föhn sein. Ich habe so feuchte Hände. Kreislauf. Wo ist denn der Flori? Wird gar nicht so laut. Ist er denn da? Hm. Wo ist er denn? Ich glaube an der Bar. Ich weiß nicht genau. So ein Schwarzer? Glotz nicht so. So ein Schwarzer? Hey. Der hat einen Schnurrbart. Was ist denn los mit dem? Ja. Deine süße Stupsnase. So. Hm. Ja,
Warte mal, glaub's nicht so. Ach komm, was ist denn los? Warum grüßen der dich überhaupt nicht? Der schaut aber komisch aus. Was? Steht der auf dich? Willst du? Na klar. Der ist für mich irgendwie zu sehr der Typ eines Skilehrers. Er denkt, er könnte jede Touristin abstauben. Skilehrer? Na, du hast doch noch nie einen Skilehrer aus der Nähe gesehen. Und du wohl noch nie jemanden mit roten Fingernägeln? Kann ich auch gut drauf verzichten. Ach. Mit was? Mit roten Fingernägeln? Ja, hättest du heute mal Nachmittag mal den Künstler sehen sollen. So ein süßer Typ. Rote Fingernägel, hennarote Haare. Ihhh, und du hast doch selbst hennarote Haare. Ein Typ mit roten Fingernägeln und gefärbten Haaren. Ja, sowas wirst du wohl nie erleben. Und der war so weich und nett, nicht so ein männlicher, harter Klotz. Die ist wirklich auf dich eingegangen. Und hat nicht einfach so wie der da, steht einfach da rum und arrogant und so. Und noch dazu, der Galerist, der war auch so toll. Habe ich ihm erzählt, dass wir gesungen haben, dass wir toll sind, dass wir super aussehen. Und jetzt treten wir halt da auf in 10 Tagen, müssen wir halt arbeiten. Du hast wohl einen Knall. Ja, ich meine, ihr redet immer rum und nie folgen die Taten den Worten. Nee, das finde ich nicht. Nee, jetzt gibt's kein Bier, jetzt wird vom Singen geredet. Ich finde das gar nicht schlecht. Klar machen wir das. Was? Also ich kriege. Können wir uns toll aufmauscheln? Naja, logisch, sei still. Klar singen wir, aber ohne die Cleo. Wissen, was du immer mit Cleo hast. Ich meine, du lädst sie ein zu sich, zu dir nach Hause, trinkst ihren Wein, findest das alles wunderbar und so und am nächsten Tag schimpfst du wieder wie ein Rohrspatz auf sie. Du, die ist auch bescheuert. Ich meine, mit dem Wein gestern Abend, ich war blau zum Schluss. Und was soll ich zum machen? Zum Schluss. Ja, am Schluss, da war ich eh schon blau, da hat sie nichts mehr ausgemacht. Also bitte, mich regt es wirklich unheimlich auf, wenn du immer die Cleo in Schutz nimmst, nur weil ihr jetzt da eure scheiß Miete zusammen bezahlt oder was. Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Verstehst du? Schrei nicht so. Ich muss dir ehrlich sagen, das ist auch ungerecht. Ach, sei still. Außerdem habe ich dem Galeristen schon von ihr erzählt, die hat so einen lustigen Blick, so ein bisschen naiv und dumm und so, ist doch lustig. Ich will doch keinen naiv dummen Blick. Ach, du kannst auch anders gucken, wenn du willst. Aber 5 Mädchen ist doch besser als 4. Nein, das ist nicht gut, weil die Cleo kann keinen Takt halten, außerdem saß sie auf dem Tisch, verstehst? Und nach dem zweiten Wein war sie sternhagelvoll. Nee, es geht nicht. Also auf den Tisch reinkommen, nicht voll. Zum Schluss, nach dem 6. Glas, reinkommen und sich auf den Tisch setzen und da sie so. Und außerdem hat sie. Wieso? Die saß auch erst zum Schluss auf dem Tisch. Nein, sie saß von Anfang aus auf dem Tisch. Das weiß ich genau. Natürlich. Wie ich reinkam, saß sie auf dem Stuhl. Naja, also, dann ist sie ja noch hinterher auf dem Tisch. Und nicht, wer war auf dem Tisch saß. Das ist wurscht, aber sie ist blöd. So, da sind wir. Komm rein. Machen wir es uns gemütlich. Nett. Okay, komm, mach jetzt schon. Ich kann das schon, danke. Ja, was
Hey. Was hast du denn? Komm, komm mal hier rüber. Machen wir es uns gemütlich und morgen früh zeige ich dir dann mein Klavier. Komm. Wie bitte? Also ich glaube wirklich, du spinnst oder was? Was hast du denn? Harmloser Klavierspieler entpuppt sich als Sittenstreu. Sag mal, hast du eine Meise oder was? Ich glaube eher, dass du eine Meise hast. Was heißt hier Sittenstreu? Komm, Finger weg. Fass mich ja nicht mehr an, du. Entschuldige mal, wozu bist du überhaupt hierher gekommen jetzt? Ich bin mitgekommen, weil du mir mindestens eine Stunde lang erklärt hast, dass du so ein wunderbares Klavier zu Hause hast und du so göttlich spielst und du mir noch was vorhast. Ich habe nicht einmal gesagt, Entschuldigung, hast du noch nicht mal ein Klavier gesehen? Hier, kann ich dir doch nachher auch noch zeigen. Also, was ist das? Also, du wirklich, ganz ernsthaft, ich bin wirklich nur mitgegangen, weil ich ganz gern noch eine Weile dir zugehört hätte, wie du toll spielst, aber von wegen da ist nichts drin. Sag ich dir gleich. Aha. Also dann. Was Richtiges, so rock'n'rollig oder so einen alten Schlager oder sowas, 50er Jahre. Weil ich habe nämlich noch ein paar Freundinnen, also genau 4 Stück, und wir wollen unbedingt eine Band aufmachen. Bloß die Sache hat halt einen kleinen Haken, weißt du, weil wir können alle noch nicht so richtig singen. Du könntest uns so Sachen lernen, wie man die richtigen Einsätze macht und überhaupt wie die Tonlagen richten. Wir brauchen halt so einen Maestro. Sag mal, was ist denn hier für ein Saustall? Du hast doch selber einen Spiegel in deinem Zimmer. Cleo, du hast einfach viel besseres Licht hier, weißt du, bei deinem Spiegel. Ist viel toller. Naja, ist ja auch wurscht. Jetzt pass auf, ich muss dir was ganz Tolles erzählen, du. Ich habe einen Klavierspieler aufgetan. Ja? Habe ich ihm erzählt von uns, dass wir so 5 Mädchen wären, alle unheimlich dufte und dass wir so unglaublich musikalisch sind und so toll singen können, dass uns halt nur irgendjemand fehlt, der mit uns arbeitet, verstehst, weil wir ja so furchtbar arm sind und nichts zahlen können und so. Und der hat sich jetzt bereit erklärt, mit uns jeden Tag zu üben. Ist das nicht toll? Ich bin platt. Das finde ich ja toll. Finde ich ja wirklich toll. Naja, sehr scheinst du dich darüber ja wirklich nicht zu freuen. Doch, finde ich wirklich toll. Verstehst, ich renn mir die Hacken ab und so, dass ich einen Typen auftreibe und du freust dich nicht mal. Aber du bist überhaupt so komisch in letzter Zeit. Seit du diesem Florida hast, bist du sowieso nicht mehr ganz normal. Weißt du, was uns wirklich fehlt, ist irgendwie ein Instrument oder sowas. Oder ein Pianospieler oder so. Ja, das stimmt. Findest du nicht auch? Obwohl, ich kann auch ein bisschen Klavier spielen und so, also. Naja, aber du sollst ja singen, nicht? Wir brauchen dich ja als Stütze zum Singen. Wir brauchen wirklich einen Typen, der da sitzt, der uns einen Ton angibt. Weißt du, sowas? Der ganz genau weiß, wie es läuft, der auch alles raushört und so. Dann macht's auch Spaß, weißt du? Ja, müssen wir einen suchen. Ja, du wirst lachen. Die Cleo, die hat gestern einen Typen kennengelernt. Der kann Klavier spielen. Was kann der? Der kann Klavier spielen, Klavierspieler. So eine dumme Sau. Mensch, die Frau, die bringt mich noch mal um. Was bist denn so sauer?
Das ist doch unheimlich süß von ihr. Jetzt hat sie ein Klavierspiel an der Hand. Das ist doch toll. Ich finde es unheimlich gut. Das macht die mit Absicht. Die will in unsere Gruppe reinkommen. Na ja, klar. Kann ich auch verstehen. Ja, findest du das gut? Ja, na sicher. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Die Cleo ist doch toll. Die sieht dufte aus. Sie sieht dufte aus und... Die sieht doch aus wie ein Pfannkuchen. Aus dem Seufzer. Ach komm. Weißt du, ich finde... Langsam stinkt's mir irgendwie, wie du immer von der Cleo redest. Ich behandle die wie eine alte Semmel. Nee, die will sich immer im Mittelpunkt stellen, die will immer die Schönste sein, die will immer fleißig mitreden, dann tut die hinter unserem Rücken einen Klavierspieler aufreißen, noch dazu, wo wir auch noch einen dringend brauchen, verstehst du, und sie hatten. Also pass auf, Mädel, ich finde, wir sollten echt deutsche Sachen singen, weil außer der Chris kann ja sowieso keine gescheit Englisch von uns. Also komm, daran soll es doch nicht liegen, ich kann auch Englisch. Ja, willst du alleine singen oder was, dann sollen wir ein bisschen mitsummen, oder wie stellst du dir das vor? Ich meine halt, wenn wir so Sachen machen würden wie neulich, wo wir die alten Platten da gespielt haben, das sind Texte, die kennt jeder von früher, da würden die Leute vielleicht wenigstens lachen drüber irgendwie oder so. Findest du das nicht gut? Na, ich find Deutsch nicht gut. Ich finde Deutsch, erstens sind die Texte so simpel und so blöd. Und wir müssen schon was gescheit singen. Und da ist Englisch doch am besten. Ich glaube, ihr wollt mich hier verarschen oder wie ist das? Redet jetzt seit einer halben Stunde, was er singen wollte, und haben keinen Ton gesungen. Und in 10 Tagen wollt ihr auftreten. Ja, wie denn? Entschuldige mal, nur eine Frage hier. Das ist doch Käse. Ich meine, ihr könnt's machen, was ihr wollt, okay, das macht's aber woanders, nicht bei mir, ne? Einigen wir uns darauf, weg, was soll's. Ihr könnt singen, was ihr wollt, aber ich blamier mich nicht vor allen Leuten. Sucht euch irgendjemand. Also pass auf, Kirschen, blamieren tut man sich nur, wenn man versucht, in 10 Tagen jetzt irgendwas zu schaffen, was unmöglich ist. Wir können ja jetzt in 10 Tagen nicht plötzlich perfekt Englisch lernen oder perfekt singen lernen. Wir müssen das irgendwie anders machen, aber wir schaffen das bestimmt irgendwie. Was Schreckliches passiert. Da ist uns das Mikrofon runtergefallen, weil wir so mitgegangen sind im Tanzen. Verstehen Sie? Ich hoffe nur, dass das Mikrofon in dieser Vorführung nicht auch runterfällt. Nicht? Nein, unmöglich. Unmöglich, weil da haben wir ja feste Mikros. Sagen Sie, war das die Nummer, bei der er so viel Erfolg gehabt hat? Ja, unter anderem eine von den Nummern. Aber Sie wissen doch genau, wie das ist. Sie können doch nicht einfach nur irgendwas hören, irgendeine Stimme. Sie müssen doch den Menschen dazu sehen. Ja, und wir sehen so toll aus. Und, ja, aber wenn Sie so aussehen, wie Sie singen, bin ich ein bisschen skeptisch, nicht? Sie müssen verstehen, ich will ja eine Sache machen, die nun 300 Leute begeistert, die Leute vor allem dazu begeistert, Bilder zu kaufen. Das wird bestimmt passieren. Bis jetzt, wenn wir aufgetreten sind, war immer eine Bombenstimmung da. Bei dieser Aufnahme auch? Bei dieser Aufnahme natürlich nicht. Sie müssen uns dazu sehen. Verstehen Sie? Die Leute müssen uns sehen. Es muss alles Hand in Hand gehen. Also, wieso sind Sie eigentlich so skeptisch? Ich verstehe das gar nicht. Sie werden schon sehen, es wird ein Riesenerfolg, wenn Sie müssen sich vorstellen, wie die Mädchen aussehen. Tollen Busen, rote Haare, blonde Haare. Also, was Sie wollen, was Sie sich vorstellen. Was vielleicht haben finden die Sie auch die Frau ihres Lebens dabei. Ja, hoffen wir es nicht. Mensch, Fatima, das ist ja fantastisch. Du bist ja wirklich gut. Ach, toll. Ja, unbedingt. Ja, klar. Nein, Fatima, Disziplin ist alles jetzt. Wirklich hart, hart dran, verstehst du? Und kein Gequatsche und Gequorke und nix. Keine Männergeschichten, gar nichts. Ernsthafte Arbeit. California Jeans, Randolph, bitte. Ah, die Clea, ja. Clea, Telefon. Mich? Moment, bitte. Hallo? Hallo, grüß dich. Es ist ja toll. Das finde ich ja wahnwitzig. Es wird auch wirklich höchste Zeit, dass wir wirklich mal was tun jetzt schön langsam.
Das ist doch wohl das Letzte. Wer kommt zu spät, die Chris? Naja, jetzt wart halt noch ein bisschen, die kommt schon, die wird noch arbeiten. Ja, die muss noch was fertig machen, weißt du? Ich finde es unmöglich, ich habe auch arbeiten müssen. Es ist, na, es geht nicht. Wenn wir in 10 Tagen auftreten müssen, geht's so wirklich nicht. Ich koche ja so. Gib mir ihr noch 5 Minuten. Wenn sie dann nicht da ist, fangen wir ohne sie an. Das da ist sie! Oh, endlich. Na, jetzt aber. Hallo. Es tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich muss nur was fertig machen. Warten wir schon lange? Ja. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal an, oder? Ja. Okay. Grüschan, was sehen wir denn mal Schönes? Mei, wie immer, so viel ist ja nicht. Spinnst du? Wie schaust du aus? Du kannst doch nicht so zum Singen kommen. Ja, auch schon mit den ganzen Guten. Ja, hör mal, spinn dich doch aus. Bei dir lassen wir das noch lange sagen, du brauchst mich doch nicht anzuschauen. Du bist unpünktlich, du kommst zu spät mit verdammt kurzen Hosen, halben Busen raus. Das geht nicht, du arbeitest auch nicht an den Dreck an. Ich würde mal was sagen, ich habe deine Bocken dabei langsam. Ach, sei du mal ruhig und du auch. Wenn dir das nicht passt, dann kann ich ja gehen. Das mir aber nicht verstanden. Rampel! Dumme Sau! Also, jetzt gehen wir. Das reicht. Bitte. Nein, wir müssen noch üben. Das ist Leute. Jetzt beruhigt er erst. Ich finde, das ist ganz normal. Das ist Pause. Ruhig, könnt ihr alle rausgehen. Maul halten, ich will nichts mehr wissen. Und dauert nur diese Streiterei. Du kannst wirklich gehen. Komm jetzt, komm schon. Gib mal Ruhe, komm, lass das jetzt. Du, pass auf, das ist doch ganz normal, dass pausenlose Sachen passieren, weil jede gibt den Senf dazu und so. Und es kommt nie was Gescheites zusammen, weil wir einfach keinen Boss haben. Ja, daran wird es liegen. Ja, jeder gibt den Senf dazu, das ist es. Aber ja, eben, weil wir niemanden haben, der das Sagen hat. Wir müssen jemanden wählen. Der Boss ist einfach. Ja, das ist doch ganz logisch, oder? Ja, ich würde es schon machen, wenn es was nützen würde. Ich weiß nicht. Ach, Grüschan, ich glaube, das geht nicht, weil wir sind doch eine Mädchenband. Ganz ehrlich, ich finde, die Renate müsste der Boss sein. Wer dafür ist, hebt den Finger. Ich? Ja. Naja, die Renate ist sowieso immer so bossy. Ist vielleicht ganz gut, wenn es macht. Wie immer, wir am lautesten brüllt ist der größten. Ach, das finde ich aber toll, du hast eure blöden Sticheleien. Sag mal, du, da musst du aber jetzt auch wirklich, verstehst? Du musst jetzt sagen, wie es lang geht, und logisch. Wir richten uns genau nach dir. Genau, das machen wir. Bisschen zum Repertoire, okay? Das machst dann alles du, dann gibt es wenigstens da keinen Streit genau, mehr, okay? Genau, und du spielst schön gut, und so. Du sagst dann auch jetzt, womit wir anfangen, ja? Machen wir ein Tiger, weiter. Oder? Okay. Genau, Tiger. Genau. Tiger. Also Mensch, Disziplin! Ohne Schreien. Achtung! Da sind die Jeans. Hallo. Hallo. Ach, Cleo, ich sag dir, es ist alles aus und vorbei. Was? Schluss mit der Singerei. Ach, geh, spinne. Doch, ich schwör's dir, der Grüschan hat so eine saublöde Schwester und die hat am Freitag saublöde Hochzeit, verstehst du, die dumme Kuh. Das sind 3 Tagen. Und was hat das mit dem Grüschan zu tun? Na, der muss da hin, der kann nicht mit uns spielen, wenn wir singen. Wenn er nicht da ist, dann ist er halt nicht da, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Dann müssen wir eben ohne ihn auftreten. Nein, das können wir nicht. Das können wir schon. Pass auf, du gehst jetzt und rufst den an, weil ich kann nicht weg. Und bekniest den, dass der unbedingt mit uns jeden Tag noch übt. 2 volle Stunden bis zur Vernissage. Und dann treten wir ohne den auf. Meinst? Klar. Aber der muss mit uns weiter üben bis zum Donnerstag um jeden Preis. Grüß Gott. Sagen Sie, kann man ein Telegramm auch so aufgeben, dass es zu einer bestimmten Zeit ankommt? Ja. Da möchte ich jetzt ein Telegramm aufgeben, bitte. Können Sie mir bitte das Formular ausfüllen? Das da? Ja. Hätten Sie vielleicht noch einen Kugelschreiber, bitte? Ja, halt, nee. Entweder, Scher, du kannst ich immer... Ich gebe dir einen Rempler. Stopp mal, du kannst immer einsetzen auf 1, 2, 3, 4, 1, ich. 1, ich. Mhm. Verstehst du? Oder... 1, 2, 3, 4, 1, ich wär so. 1, 2, 3, 4, 1, ich. Okay, fangen wir an, nochmal. 1, 2, 3, 4.
auf ihrer Gewiesen. Also nochmal. Okay, noch mal. 1, 2, 3, 4. Sind Sie der Herr Müller? Ja, sicher. Da hätten wir ein Telegramm. Dankeschön. Den Gesang finde ich ja sehr lustig. Ja? Ehrlich? Ja. Ja. Ich finde das toll. Christian, was steht denn in dem Telegramm da? Hochzeit auf Samstag verschoben. Genau, ich finde, scharf aussehen war noch nie peinlich. Eben. Ich habe ja auch nichts gegen scharf aussehen und so. Aber in dem Fall, finde ich, sollte man wirklich gut gedämpft und so. Warum denn? Das verstehe ich nicht. Ja, weil ihr alle falsch singt. Ach, Blödsinn. Das ja, aber und dann können wir es doch nicht verdecken. Das ist doch gerade der entscheidende Punkt. Wenn wir schon nicht singen können, müssen wir wenigstens heiß ausschauen. Ihr fallt mir alle im Rücken. Ich finde es unmöglich. Es wird sich schlicht angezogen. Ich meine, bei eurem Gesang... Kreisch, kreisch, also. Wirklich, Renate, du bist echt der Boss. Und wenn du meinst, wir müssen irgendwie ganz schlicht daherkommen, dann kommen wir halt im Dirndl. Ja, wenn du so redest, bist du der Boss. Dann machen wir das was. Nee, also ich unterwerf mich doch total deiner Meinung, oder? Du wärst überhaupt nicht dabei. Du bist besoffen, merkst du? Herr Favreau, wie spät ist denn? 10.25 Uhr. Ach so, ja, dann. Mensch, muss ich gehen, ich muss gehen. Du, Renate, kannst du 2 Whisky-Zahlen übergehen, ja, und so? Ich geb's dir morgen wieder. Ich muss dringend weg, ich muss dringend weg. Wir erwarten dringend einen Anruf aus Berlin. Okay, tschüss, Bellies. Papi Chloe, in Berlin, ha? Hallo Flori, hättest du nicht Lust, nächste Woche mit mir zu einer Vernissage zu kommen? Oder nicht mit mir, aber dahin zu kommen? Da trete ich nämlich mit meinen Freundinnen als Sängerin auf bei der Vernissage. Und es wäre wirklich toll, wenn du kämst. Hallo? Kann ich bitte was bestellen? Ja, bitte. Ich hätte gern Kaffee. Ein Kaffee. Sabine, wir müssen nur ein Taxi nehmen. Was, ein Taxi? Ja, wir zwei. Nö. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. Nö, ich mag kein Taxi. Sabine, wir schaffen das sonst nicht. Wir können nicht mit der Straßenbahn dahin fahren. Du kannst ein Taxi nehmen. Willst du kein Taxi? Das ist doch billig. Ich hol dich ab. Nee, wir machen es so. Ich bestelle ein Taxi und komm zu dir und zur Cleo und hol euch ab. Und wir fahren zu dritt dahin aus, oder? Ich finde es ja wirklich rührend, dass du immer so um mich besorgt bist und so schön von mich sagst, aber ich werde schon abgeholt heute um 8. Was? Ja. Von wem denn? Die Flori holt mich ab.
Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich war gestern im Café und da habe ich ihn eingeladen und so. Und dann hat er gleich gesagt, er holt mich ab und so. Grüß Gott. Grüß Gott. Sagen Sie, ist der Wassili bitte da? Herr Sicko? Ja. Was wünschen Sie bitte? Ich möchte nur mal ganz kurz sprechen, nur so einen Moment. Ich bin eine Freundin von ihm. Cleo ist mein Name. Fräulein Cleo? Genau, es dauert nur einen Moment. Moment, bitte. Danke. Herr Sicko, eine junge Dame ist hier. Ein Fräulein Cleo. Die möchte Sie kurz sprechen. Kann raufkommen. Danke. Sie können raufkommen. Bitte die Treppe rechts. Dankeschön. Auf, ich hab's wahnsinnig eilig. Ich wollte dich nur schnell einladen für heute Abend zu der Vernissage. Da singe ich nämlich mit den anderen Mädchen und da singe ich nämlich das Lied, was ich für dich zum Geburtstag einstudiert habe. Und die anderen singen mir einen Chor dazu. Mhm. Kommst du? Ja, klar. Muss kommen. Doch, ich mach's doch nur für dich. Okay? Du, pass auf. Kannst mich abholen? So um 7:30 ungefähr. Weil dann spare ich mir das Taxi. Ich komm. Tschüss. Ciao. Tschüss, Cleo. Tschüss. Tschüss. Grüß Gott. Grüß Gott, bitte sehr. Ich möchte gern den Herrn, den Wassili sprechen. Zum Herrn Sicko? Ja, genau. Wen darf ich melden? Die Verlobte. Moment, bitte. Herr Sicko, eine junge Dame ist hier, Ihre Verlobte, die möchte Sie sprechen. Ja, kann raufkommen. Danke. Dankeschön. Sie wissen Bescheid. Ja, ja. Sag mal, Sabine, ziehst du jetzt eigentlich den weißen Rock mit den roten Herzchen an? Mhm. Und was dazu? Ja, was dazu? Was sollen wir noch dazu anziehen? Das reicht doch. Und Klunker hier, dicke Klunker. Und Armreifen jede Menge und so. Lass doch mal sehen. Hier, Rock. Oh, der ist aber toll. Ja, und der Rock ist super. Guck, ist der nicht süß? Wahnsinn. Toll, gell? Den ja, das schaut toll aus. Ja, und wie ist es bei dir? Bleibt es bei deinem Schwarzen? Ja, du, ja? Ich zieh das Ding da an. Das Büßlein. Schön. Brav. Ich meine, da wird die Renate wohl wirklich nichts zu meckern haben. Nee, und toll. Dazu die Hose, die da. Und ja, sehr scharf. Die Schüchens. Ach ja, die Schüchens, ja, die muss ich, wo habe ich denn die? Die habe ich auch nur irgendwie. Muss man es aber schicken, okay. Du. Ja, toll. Du, beeil dich. Echt, ja. Ach na, du. Es geht sowieso. Kannst du dir eigentlich das Taxi sparen heute? Du kannst mitfahren mit mir. Wieso? Wird abgeholt. Von wem? Von Flori. Ist nicht wahr, das finde ich ja toll. Du, das ist wahnsinnig nett, aber mich holt um 7:30 der Wassili schon ab. What are you trying to express with this? What do you feel when you see it? I see so many hearts. A love scene, perhaps. A love scene. Many love scenes. But a little bit sad, huh? Because one is hanging down. One is alone. Yeah. Why is he alone? Is that you? Well, I don't know. He's too heavy, yeah? Too heavy?
But he is a sensation. Sind Sie der Künstler? Ich bin von der Stuttgarter Allgemeinen. Mensch, ich glaube, ich bringe keinen Ton raus. Was? Ich bringe keinen Ton raus, weil ich bin ja die Stimme wie ein Reibeisen. Mädels, ich sage euch eins. Nichts trinken, kein Alkohol. Nur Übi. Cleolein, Cleo, wenn du einen Schluck Alkohol trinkst, ich bring dich um, ich schwör's dir. Nix. Nee. Nur Übi. Nur Übi. Oh. Mädels, ich sag's euch, wir haben überhaupt nur eine einzige Chance. Wir müssen nach jeder Nummer strahlen. Ja, das Einzige, was uns übrig bleibt. Als wären wir die Größten überhaupt in der Welt, sonst die bringen uns um. Du schau dir mal diese Massen an hier, du flippst da total aus. Hast du eine Tablette oder was? Ja, hier. Was soll ein Herz bedeuten? Ein Herz, das hat man hier. Das merkt man den ganzen Tag, wenn man weiß, dass man eins hat. Was sagst du dazu? Kauf es. Kauf es, gut. Wer soll kaufen? Gnädige Frau, ich bin Ihnen so verbunden. Ich habe was für Sie. Was denn? Oh, wie toll. Nein, da sind wir drin. Was? Im Ernst? Guck doch mal, die Sweethearts, hinter diesem wahrhaft süßen Namen verbergen sich vier Mädchen. Was? Ah! Also, Prost! Du nicht! Spinnst du? Und du trinkst kein selbst. Alkohol! Also, Renate, jetzt hör auf! Du trinkst ja selbst! Cleolein, ruhig, du brauchst wirklich nicht. Ja, ja. 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 Total vergessen. Cleo, also wirklich, du bist viel zu glasig. Ich habe. Mach's aber schön, gell? Ist es nicht toll, Sabine? Ist das nicht scharf? Super! Meine Damen und Herren, darf ich vielleicht etwas ganz kurz um Ruhe bitten? Ich habe heute Abend, Dankeschön, ich habe heute Abend die Verpflichtung übernommen, Ihnen eine Nummer anzusagen, die einmalig ist, und zwar deshalb einmalig, weil sie vielleicht nie mehr wiederholt wird. Vier junge Mädchen treten heute Abend als Sängerinnen hier auf und sie versuchen es auf jeden Fall. Und das Ganze haben Sie dem Herrn Brumbeer zu verdanken, der nicht nur selbst diese Bilder da, die Sie da hängen sehen, produziert hat, sondern der sich auch als Kunstförderer hier engagiert hat und insbesondere dann engagiert, wenn es sich also um junge Mädchen handelt, insbesondere um hübsche junge Mädchen. Nicht? Ich bitte Sie, na komm, schauen Sie sich die Mädchen erstmal an. Nicht? Auf jeden Fall, eines möchte ich sagen, sind Sie einfach nett zu den Mädchen und jeder Anfang ist schwer und es ist noch kein Star vom Himmel gefallen und das erste Mal tut es immer sowohl denen da oben als auch Ihnen ein bisschen weh. Aber sind Sie nett zu den Mädchen, nicht? Hervorragend. Wenn ich am Wochenende tanzen gehe und einen besonders heißen Typen sehe, lass ich meinen Whisky so da stehen und dann schleich ich an den Typen ran, so wie ein Tiger. Oh, 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 so wie ein Tiger. Ho, 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 denn er gefällt mir gut und darum hab ich Mut. Oh, wow, wow, wow. Dann stehen meine Beine nicht mehr still, weil ich mit dem heißen Typen tanzen will. Und damit keine andere mit ihm tanzen kann, schau ich alle Seelen an, so wie ein Tiger. Oh, ho, 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 so wie ein Tiger. Oh, 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 denn er gefällt mir gut und darum hab ich Mut. Oh, wow. Und wir gehen beide durch die dunkle Nacht, geb ich auch den Typen auf, so wie ein Tiger. Oh, 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 so wie ein Tiger. Oh, 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 denn er gefällt mir gut, darum hab ich Mut. Oh, wow, wow, wow! Thank you.
mach dich schön für mich. Oh, oh Baby. Ich will heute tanzen gehen und tanzen ohne dich. Oh, oh Baby. Mach mir keinen Spaß, denn keiner tanzt wie du. So wie du. So wie du. Nimm das Bleikleid, du, 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 du. Denn das steht dir so gut. Du, 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 du. Und dazu den schicken kleinen gelben frechen Hut. Oh, du, 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 du. Ah, Baby, mach dich schön. Oh, oh, Baby. Mach dich schön für mich. Oh, oh, Baby. Wenn ich die anderen sehe, oh, Baby. Bin ich stolz auf dich. Denn in unserer Stadt sieht keiner aus wie du. So wie du. So wie du. So wie du. So wie du. Ja. Ich hab die Mädels. Ich habe hier was gesehen, dass also das Mädchen, sowas hast du noch nie erlebt. Die bringen's. Nein, 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 die machen's. Die machen's. Ja, ja, es tut mir leid, aber ich sag dir, hier ist Action. Hier, das sind vier Mädels und so ein leiser Piano-Player, aber die bringen, die haben Sex. Da ist was drauf. Da geht was ab. Ja, ja, das tut mir aber. Also, entschuldigen Sie, Herr Schäf, aber ich muss Ihnen sagen, also da ist wirklich, da ist was dahinter. Von Florida ging sie spazieren und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame, big feine Lady fiel bald in Ohnmacht und war sehr empört. Ach, 19, na, was gab's denn da zu sehen? Es war eher itzy, bitsy, teeny, weeny, Honolulu, Strand, Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr itzy, bitsy, teeny, weeny, Honolulu, Strand, Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. Eins, zwei, drei, na, was ist denn schon dabei? Cavalieros vom Copacabana, die rannten ihr immer zu hinterher. Da lief sie weg und verschreckt gleich ins Wasser. Dabei rang sie beinahe noch im Meer. Ach, 19, na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr itzy bitsy teeny weeny Honolulu Strand Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr itzy bitsy teeny weeny Honolulu Strand Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. Eins, zwei, drei, na, was ist denn schon dabei? In Venedig war grad Biennale. Ein Fotograf, der hielt sie für den Star. Doch in der Zeitung stand später zu lesen, dass der Bikini nur schuld daran war. Ach, 19, na, was gab's denn da zu sehen? Es war ihr itzy bitsy teeny weeny Honolulu Strand Bikini. Und dann zog sie den Bikini, den sie nirgends tragen kann, ganz allein für sich zu Hause, in der Badewanne an. Ein bisschen spät heute, hä? Ja, ist ja wurscht. Ich bin ja so glücklich, Herr Rendolf. Haben Sie die Zeitung schon gelesen heute? Passen Sie auf. Was liest man da vor? Um was geht's denn? Das werden Sie gleich sehen. Aha. Passen Sie auf. Höhepunkt der feucht-fröhlichen Vernissage, ein ulkiges Mädchenquartett.
nostalgische Schlager im Stil der 50er Jahre trällern zu lassen. Ich wollte meinen Gästen mal was anderes bieten als Sekt und kaltes Buffet, meinte der einfallsreiche Galerist. Ich bin so nervös, ich kann überhaupt nicht richtig lesen. Mhm. Renate, Cleo, Sabine und Fatima heißen die Sweethearts im Privatleben. Ich habe jetzt nämlich eine Band, müssen Sie wissen. Aha. Nach ihrem von Begeisterungsstürmen, Lachsalven und Zugabengeschrei begleiteten Auftritt werden die Münchner wohl noch von dieser modernen Version der legendären Ziegfeld-Girls hören, die so hinreißend komisch von Liebe, heißen Typen und Küssen singen können. Na, wie finden Sie das? Chancenbild ist auch noch endlich mal was Vernünftiges von dir. Wie? Ja, toll. Da ganz bin toll. Ich. Ah, da bist du. Schick. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Wiederhören. Gott. Gott. Cleo. Hallo. Schau mal. Naja, schau. Hast du schon gesehen, wir sind in der Zeitung? Ich werd verrückt. Ein super Artikel steht da und das tolle Bild von uns. Boah. Wie findest du das? Toll. Na, sowas. Ist toll, gell? Toll. Was ist denn mit dir los? Ist irgendwas passiert? Schaust so komisch rein. Kannst du dich an den Typen erinnern gestern? Der komische, der mit den stechenden Augen, mit dem blauen Jackett, der Verrückte. Der Leichenfletterer da. Ja, der. Das schaut auch aus wie Grabsteine en gros oder irgendwie. Die Karte, gell? Wahnsinn. Ja, und der hat mir die gegeben. Und der hat gesagt, wir sollen da hinkommen. Zu dem seinem Chef. Und der hat eine Plattenfirma, hat der Chef. Und was wollen die von uns? Dass wir singen da. Okay. Eine Platte. Der Frühling ging, als Sommer war, doch unser Glück bleibt immer da. Die Liebe ist wunderbar, ist wunderbar. Wir wissen, es ist Glück. Herr Schäf, ich habe da gestern eine Band entdeckt. Ich habe sie angerufen. Die Mädchen, die waren einfach. Es ist einfach. Die sind der Hit. Die sind einfach total top. Die sind. Also, mit den Mädchen, da steigt man ins Geschäft ein. Das ist die Zukunft. So sieht's aus. Cleolein, komm halt mit. Nein, mach nicht. Okay, du bist ein richtiger Spielverderber. Es wäre so toll, wenn du auch noch mitgehst. Ich habe keine Lust und außerdem habe ich nichts zum Anziehen. Ach Gott, das wäre so eine Gaudi. Na komm, irgendein Fummel, wo irgendein der Arsch Fummel, verstehst du? Ihr wieder immer auf super heiß und ich wieder in irgendeinem Fummel. Na also komm, da wird dir doch was einfallen. Aber das hätte ja auch ein bisschen früher einfallen können. Jetzt schicken wir uns ein bisschen, bist eh schon zu spät dran. Nimm schnell dein Mantelchen, zieh ihn schön an, geh auf den Rad, schau, dass du nicht runterfallst und beeil dich, sonst kommst du wieder zu spät. Genau, und ich erzähl dir dann. Tschüss. Also ich habe keine Lust irgendwie. Es ist so eine komische Idee, so eine Schnapsidee, wieder so eine typische von euch beiden. Ich weiß auch nicht, wo ist denn die Sabine überhaupt? Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Wir gehen jetzt am besten. Was hast du überhaupt an? Zeig erstmal das. Schlotter. Oh, das sind ja zwei Riesenbomber, da fällt mir ja tot um. Zeig deins. Naja, bei mir ist nicht so viel zu sehen, Renate. Gar keine Bomben. Ja. Naja. Ist ja auch nicht nötig. Ist jetzt auch wurscht. Du, Renate, Schatz, wir sehen ja aus, als ob wir nicht singen wollen. Als ob wir den irgendwie verführen wollen.
Das ist mir alles egal, wenn jetzt entweder kommt die Sabine oder die Cleo oder was weiß ich was. Mensch, jetzt stehen wir stehen da wie die Ochsen am Berg. Das stimmt, die lassen uns alle im Stich. Vielleicht gehen wir doch heim. Ja, finde ich auch. Hm? Ah, juhu, endlich. Also wird man ja alt, bis man das hier findet. Also wirklich. Was hast du denn da, ein Staubwedel? Das ist mein Wedel, ja. Das gehört zu meinem Kostüm. Ja, wie schaust du denn aus? Zeig mal. Zeigt euch mal. Naja. Cookie und so. Hier ist vielleicht schon ein bisschen blöd jetzt. Glimmer, Glitzer und so. Und du? Renate. Na, also, Papi. Oh, durchsichtig. Süß. Herzenhose. Und die blöde Cleo, die kommt nicht mit, gell? Was? Die lässt uns wieder im Stich. Nein. Ich hab geredet wie ein krankes Pferd, aber... Herr Chef, wenigstens, dass man die Mädels doch durch sich wenigstens mal anhört. Dass man, ich meine, man kann doch wenigstens eine Chance, dass man, ich meine, man muss doch... Verstehen Sie, die Mädels, können Sie wenigstens doch mal zuhören zu den Mädchen. Ich meine, Sie können auch wenigstens mal, dass Sie eventuell, dass die wenigstens anhören. Ich meine, jeder hat doch... Du jetzt reißt, wirklich. Ich habe mir das also jetzt wirklich lange überlegt, aber das ist too much. Alleine hat es sogar keinen Sex, wenn wir auftauchen. Da können wir gar nicht singen und nichts tun. Nee, ich finde das auch blöd. Alleine. Also das ist wirklich, ich meine, das wollten wir doch auch gar nicht. So eine Gemeinheit. Das ist auch irgendwie peinlich, wenn wir da jetzt, ich meine, ich finde auch, wir hauen ab, Schluck und so. Wir gehen, wo gehen wir hin? Gehen wir gleich ins Flori oder? Ja, Galerie. Ja, ins Flori oder so. Bisschen Champagne trinken, eine Dame. Hi, Cleo! Cleo! Nein, das gibt's doch nicht. Du bist toll. Toll, sehr gut. Ja, die Hose. Sehr und Limmer, Glitter. Emma. Oh, toll. Ach, Cleo. Sehr gut. Also, gehen wir rein? Ja, komm. Ja, klar. Du gehst voran. Okay. Ist sie nicht toll? Oh, toll. Sehr toll. Hier, nicht? Ja, also. Genau. Komm raus. Wir dachten schon, du kommst gar nicht mehr. Bitte. Hier ist keiner. Soll das ein Plattenstudio sein? Sieht aus wie ein Apartmenthaus. Ja, genau. Ach, das kommt schon. Gehen wir mal weiter vor. Du hast doch irgendwas gesagt in so einem großen, Saal und so. Du, da, genau. Genau, da steht was. Hohe Aufnahme. Dann gehen wir rein. Genau. Was machen wir jetzt? Gehen wir mal weiter. Da vorne ist doch irgendwas. Da vorne ist irgendwie Licht. Da stehen Leute. Ja, gehen wir mal durch den Verhau, oder? Geh du vor. Okay, bleibt's alle schön dicht dran. Wahnsinn, ja? Die Proben hier wahrscheinlich sind so ganz große Orchester oder sowas. Mhm. Philharmoniker und so. Wahnsinn. Das ganze Zeug, das da rumsteht. Sag mal, Renate, ist das da von der Theo? Ich weiß es nicht von hinten. Ich weiß nicht genau, aber er könnte sein. Schau, schau so aus. Theo! Das muss schalldicht sein. Hilf auch nichts. Schau mal weiter. Da muss ja irgendwo einen Ausgang geben, hier wahrscheinlich. Ja, wie kommt man da rauf, frage ich dich. Da finden wir schon einen Weg. Irgendwo muss er rausgehen. Da! Kaiser, bitte ans Telefon! Herr Kaiser, bitte ans Telefon! Was war das? Das ist ein Ton wie auf einer Kaserne, du. Wer war denn das? Das war der mit der Brille. Ja, der sieht ja wirklich übel aus. Finster. Also, jetzt muss ich mal leise. Am besten ist, wir schleichen. Und dem möchte nicht so angeschrien werden. Durch. Jetzt lacht er wieder. Wo gehen wir jetzt hin? Darauf? Erstmal diese
die verdammten Stufen hoch. Hoffentlich platzt mir die Hose nicht. Was für ja. Und jetzt? Ja, entweder da oder da. Nee, wenn da. Mehr da, gell. Der saß doch so tief irgendwie. Also so hoch oben saß er nicht. Okay, dann da. Mhm. Sollen wir überhaupt reingehen, Kinder? Also komm, jetzt haben wir uns schon so aufgedonnert. Jetzt gehen wir auch rein. Ist doch eh nur Spaß. Busen hoch. Bauch rein und so. Maul, check, du dein Clip raus. Oh ja, komm, da. Schmerz, Sabine. Alles klar? Alles klar. Mut, Mädels. Eine, dem gehen wir jetzt. Oh. Hallo. Hi. Hallo, Theo, Schätzchen. Hallo. Sie sind dann wohl sicher Herr Kübel, wenn ich mich nicht irre. Oh, ist das übel? Nein, das ist doch Herr Kübler. Der wird mir ja noch übler. Du, Theo, nimm mir mal den Finger aus der Nase, wirklich ehrlich mal. Und hol den Nudeln lieber was zu trinken. Nun geh. Ich bin gleich wieder da. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich glaube, wir gefallen ihm nicht, oder was? Nein. Er geht überhaupt nicht mit uns. Doch, er will. Ist nur schüchtern. Aha. Ich auch. Haben Sie schlechte Augen? Blindenhund, mit Blindenhund. Und wo ist der? Weiß der uns? Wie Sie wünschen. Er hat wohl Angst vor uns, der Süße. Ja, was machen wir denn jetzt mit ihm? Vernaschen! Vernaschen! Aufstellung? 1, 2, 3, 4 und. Wenn ich am Wochenende tanzen geh und einen besonders heißen Typen seh, lass ich meinen Whisky-Soda stehen und dann schleiche ich an den Typen ran, so wie ein Tiger. Ho, 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 so wie ein Tiger. Oh, 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 denn er gefällt mir gut und darum hab ich Mut. Oh, wow, 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 wow. Dann stehen meine Beine nicht mehr still, weil ich mit dem heißen Typen tanzen will. Und damit keine andere mit ihm tanzen kann, schau ich alle Zähne an, so wie ein Tiger. Oh, 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 so wie ein Tiger. Oh, 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 denn er gefällt mir gut und darum habe ich Mut. Oh, wow, 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 wow. Wer ich gebraucht, muss immer wie ein Tiger sein. Auf die sie mal sie immer Sieger sein. Das du alleine ist der ganze Glück. So hat man bei allen heißen Typen Glück. Wenn dieser Abend dann zu Ende ist und wenn mich der heiße Typ dann küsst und wir gehen beide durch die dunkle Nacht, geb ich auf den Typen ab, so wie ein Tiger. Oh, 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 so wie ein Tiger. Oh, 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 denn er gefällt mir gut und darum hab ich Mut. Oh, wow, wow, wow! Es war Mensch, mit dem Wahnsinn. Das ist nicht gut, dass wir da reingegangen sind. Super. Ja, und jetzt? Hm? Tja, also ich gehe jetzt mal in die Galerie. Ah ja, in die Galerie. Ja, ja, ja. Ja, die Typen, die warten halt. Der Galerist und der Brummi. Mhm. Gehe ich mal hin. Ja, Champagner trinken. Genau. Ja, ja, muss sein, genau. Muss sein. Und du? Und du? Flori und so. Ah, der Flori. Oh, ich mein, eigentlich würde ich viel lieber mit euch und so. Aber oh, ja, ich meine, ich kann ihn echt nicht warten nein lassen. Nein. Er hat gestern, also mindestens 10 Mal hat er gesagt, ich soll unbedingt kommen. Oh und Gott, so. Der arme Flori. Darf ich mich warten lassen? Nee. Darf ich gehen? Genau. Und du auch nicht. Also wir gehen jetzt. Nein. Begleitst mich ein Stück, ja. Ich bin doch mit dem Radl ja und so. Ich komm okay mit dir. Tschüss. Also Baby. Tschüss. Ich hab Glück. Deine schöne Ami. Ja, schöne Tüte. Grüße Tüten. Äußerst, äußerst. Hast du nicht irgendwie eine Verabredung oder so? Vasili oder so? Ja, du eigentlich schon, aber du weißt es ja selber, wie es ist. Wenn man einen Typen erstmal hat, dann ist er uninteressant, oder? So ist es doch immer. Ja.
Aber weißt du, was ich finde? Ich finde, so heiß, wie wir heute ausschauen, müssten wir zwei auf die Piste gehen und mal einen richtig scharfen Töppen aufreißen. Findest nicht? Ja.